Ich habe zuerst gedacht, das kann fast nicht sein. 70 Jahre und kennen wir uns ja 73 Jahre. Also ein Leben lang. Im März dieses Jahr feiern Ilse und Karl Marmoser ihre Gnadenhochzeit. Ganze 70 Jahre sind die beiden jetzt schon verheiratet. Heutzutage eine Seltenheit. Dabei scheint ihr Geheimrezept gar nicht so schwer. Dass wir uns gegenseitig in jeder Schwierigkeit unterstützt haben. Kurz nach dem Zweiten Weltkrieg sind sie sich das erste Mal begegnet. Und das war Liebe auf den ersten Blick. Und ich habe in den Spiegel reingeguckt. Und wir haben uns in die Augen geguckt. Dann habe ich gesagt, ja, und kein anderer. 3 Jahre später dann die Hochzeit. Doch die Heirat war damals eher unfreiwillig. An Flüchtlinge hätten die beiden einen Teil ihrer Wohnung abgeben sollen. Es sei denn, sie sagen ja zueinander. Entweder 12 Quadratmeter abgeben oder heiraten. Ist auch Entscheidung. Heute mit Anfang 90 haben sie diesen Schritt keinen Tag bereut. Sie wurden dafür sogar ausgezeichnet. Von der Stadt Stuttgart und von Ministerpräsident Winfried Kretschmann gab es Gratulationen zur Gnadenhochzeit. Sind Sie denn auch gnädig zu Ihrer Frau? Ja, also soweit es geht, mache ich das schon. Aber, ja, aber das kann auch sein, ich kriege auch mal Löhne machen, das ist ja auch nicht. Hallo, wir kriegen Schaustreu, dass wir über die Fetze fliegen. Denken Sie an Ihren Hochzeitstag zurück, fällt Ihnen direkt eines ein. Müssen wir gleich wieder mit der Katastrophe anfangen. 1948 gab es kaum Autos. Eine flüchtige Bekannte hatte sich bereit erklärt, alle Gäste und das Brautpaar zur Kirche nach Bad Cannstatt zu fahren. Und dann wären wir dran gekommen. Bis das Auto kam nicht. Und dann kommt unten um die Ecke unser Schwager gesprungen. Ihr müsst laufen, ihr müsst laufen, das Auto ist kaputt. Oh nein. Kannst du sich das vorstellen? Also wir waren fix und fertig. Ich weiß nur, dass ich am Fenster gestanden bin, mit beiden Fäusten auf der Fenstersims und habe gesagt, und ich laufe nicht, und ich laufe nicht, und ich laufe nicht. Schließlich war der Nachbar ihre Rettung. Stellt der Wagen ab und sagt, soll ich noch jemand fahren? Geschichten, die das Leben schreibt. Ihren Ehering tragen Ilse und Karl immer noch fleißig. Doch hält der überhaupt 70 Jahre Höhen und Tiefen durch? Bei meinem Mann ist es schon der dritte, zwei hat er verloren. Fahr nicht, auch das verlieren. Humor haben die beiden Rentner auf jeden Fall. Wohl auch ein Geheimrezept für den ewigen Bund der Liebe. Ihr nächstes Ziel ist die Juwelenhochzeit zum 75. Jahrestag. Den möchten beide unbedingt gemeinsam feiern.